Hallo und herzlich willkommen zurück zu Epicraft. Ich spiele gerade im Default Texture Pack, nicht weil ich es so schön finde oder weil irgendwas kaputt gegangen ist. Nein, simply aus dem Grund, dass ich die neuen Witchwood Scanner kennen würde. Die haben nämlich eine, also sind nämlich weiß jetzt und ich glaube die alte, also die Textur von den normalen, also von den texturierten, oh, was ist das denn? Silverbell, was ist das? Oh, das ist ja voll hübsch. Die ist halt anders. Und ich. Oh, sieht hübsch aus. Nimm mal mit. Will ihr da kennen? Da vorne, denke ich, ist ein Witchwood. Hoffe ich, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Jawohl, da vorne ist ein Witchwood. So. Blue Orchid. Nimm mal mit. Läuft. Da ist Kacke. Da ist ein Hündchen. Wuff. Ja, ist okay. Alles wird gut. Hier ist ein Viehhof. Viehhof. Was lassen wir denn mal da? Oh je. Schick mal die Kiste los. Bleib stehen. Komm zurück. Bleib stehen. Stopp. So, was hat ihr noch dabei, was wir ablegen können? Schnauze. Blöde Hunde. Warum ist er eigentlich dort drin? Das frage ich mich. Und warum ist das hier eigentlich drin? Das frage ich mich auch. Wuff, wuff. Oh, warum bist du denn böse? Und bist du auf mich böse? Ich denke mal nicht, mein Freund. Also wieder böse Viecher. Hier, wo war ich? Ich war beim Witchwood, der da vorne ist. Ist der nicht cool? Ich finde den sau cool. Aber ich brauche wirklich dringend mal Aum. Warum ist denn hier kein Aum? Mano. Kein Aum. Aber das Witchwood würde ich trotzdem gern mitnehmen. Ui. Kein Setzling. Was? Doch, da einer. Gut, ich dachte schon. Ich dachte schon. Scheiß auf Aloe Vera. Ich brauche mehr Platz. Kennen wir die halt? Die Kiste aussortieren. Das brauchen wir nicht. Das kommt weg. Hier, das kommt weg. Das können wir gleich mal essen. Das eigentlich noch weg. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht. Zack. Das können wir auch essen. Und dafür kriegst du das. Und das brauchen wir wohl auch nicht. Und so. Das kann man direkt. Nein, nein, nein. Da vorne war ein Friedhof, den wollte ich noch plündern. Mit ein paar Skeletten, mit ein paar Dingens drin, aber die sollten mir nicht so viel machen. Kommt her. Komm. Oh, das war jetzt clever. Oh nein, ich bin in ein Loch gefallen. Loch gefallen. Ah, okay. Womit fangen wir denn an? Da vorne. Komm ran da. Tschüss. Die können zum Glück nicht sehr viel und sind auch verdammt langsam. Mein Glück. Kann ich nämlich mich hier reinbuddeln? Die Kiste plündern. Oh, Spaghetti! Okay, was lassen wir dafür da? Halt, nicht laggen. Hier so ein Mist. Bambuschutz brauchen wir auch nicht. Die eigentlich auch nicht. Jetta Ranch, das ist gut. Das ist gut. So, das zweite Ding plündern wir auch noch. Das ist noch ein Ding. Es ist windig. Steadfast. Stuff of Traveling haben wir schon. Diese komischen Dinger, ich verstehe nicht, was das sein soll. Vielleicht finden wir es noch heraus und vielleicht kann mir das einer von euch mal sagen. Das wäre auch ganz cool, wozu diese Dinger denn gut sind. Oakwood lasse ich jetzt auch mal da. Die Biene nehme ich mit. Die finde ich nämlich wichtig. Was ist das denn? Das sieht aber anders aus. Sieht doch nicht. Doch, sieht wohl anders aus. Oder? Ja. Ist ja auch egal. Enderpearl, das ist so noch eine Enderlily Seed. Okay, Enderlily Seed können wir mal da lassen. Enderpearl, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir müssen uns langsam auf dem Rückweg machen.
weil mein Inventar absolut voll ist und das ist nicht gut. Aber wir haben immer noch keinen Aurum gefunden. Dafür Tamaroot. Aber ich brauche Aurum. Zwei blöde Aurum. Es ist echt schwer. Was macht man denn da nur? Ich laufe irgendwie im Kreis, kann das sein? Oh, da ist ein schöner Ding ins Wald. Aber da wird es wahrscheinlich noch weniger Aum geben als hier. Aua, scheiße, Poison Ivy, nein. Oh, verdammt. Mist. Ach, so Pilze. Ist ja cool. Pilzwald ist das, ein Pilzwald. Cool. Da ist noch mehr blaues Orchid-Dings. Aber immer noch kein Aum. Tamaroot. Immer noch kein Aum. Was ist das eigentlich? Swampflower. Okay. Ah. Ist Aum eigentlich immer noch weiß? Aum. Ach, so sieht das jetzt aus. Okay. Also so ein Art Glöckchenteil. Das da? Oh, das ist Shimmerleaf. Cool. Was ist das? Achso. Ganz viel Zeugs, ganz viel Pilzchen, aber nicht das, was ich will. Ach nee, man hat's schon nicht leicht. So, aber die Shimmerleafs, was ist das? Ektoplasma. Wozu brauche ich das? Glowing Goo. Klingt ekelhaft. Kann ich das mal irgendwie wegwerfen? Das brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Danke. Achso, Shimmerleaf. Gib mir das. Ich will das. So. Hüp. Okay. Sonst nehm ich den mit. Das nächste vorne ist hier eine Aura-Note drin, obwohl ist auch egal, was ist so weit weg von zu Hause. Da würde ich es lieber mitnehmen wollen, als hier lassen. Ja, da war eins drin. Oh je, jetzt muss wieder meine Kiste an den Start. Oh Gott. Die ist aber auch schon so voll. Ah. Ich weiß, du bist voll. Das war die Wolle raus. Okay. Die sowieso? Oh, war ja. Warte mal. An die Wolle. Stell die mal hier ab. Danke. Weiße Wolle brauche ich wirklich auch nicht eigentlich. Und, komm zurück. Nein. Du nicht machen. Meine Kiste. Danke. Kann noch irgendwas weg? Oh, schwer zu sagen. Silver Bell. Haben wir Setzlinge gekriegt. Zwei Stück. Das heißt, wir könnten das Holz eigentlich auch wegwerfen. Und ja, gucken wir erstmal weiter. Ob wir noch was Schönes finden. Ach, so ein Aum wäre schon echt schön. Was ist denn das? Ach, Mützel. Ja. Wird es gerade dunkel oder ist es einfach nur so stockfinster in diesem Wald? Das werden wir gleich herausfinden. Okay, es ist dunkel. Gut. Dann gehen wir jetzt so weiter. Oh, halt. Mitnehmen, danke. Ich brauche nur Aum. Warum gibt es denn so viel von dem anderen Zeug, aber nichts von meinem schönen... Oh, das ist ein bisschen traurig. Ein Apfel. Ein Apple. Hey, warum sammle ich die denn auf? Da pflanzt die ein oder so. Da ist ein Biber. Biber. Noch mehr Tarbaroot. Haben wir hier Limonen. Leim.
Will ich irgendwas mit Leim eigentlich nicht? Nein. Könnte ich Guacamole machen? Egal. Da ist ein Spawner. Oh, das wollen wir nicht riskieren, danke. Darauf habe ich gar keinen Bock und auf die habe ich auch keinen Bock. Gott, wir werden nie wieder nach Hause finden. Ich sehe es kommen. Was haben wir denn da Feines an der Palme hängen? Papaya wahrscheinlich, oder? Hopp, lass mich hoch. Was ist das? Papaya, genau. Ist das Schwarze da? Der Baum? Glaube ja. Oh, was ist passiert? Oh, weil ich am Verdursten bin. Gucken wir mal. Trink noch mal was. Ich traue dem Wasser nicht aus dem Fluss, deswegen nehmen wir lieber Bottles. Wunderbar. Ups, lass mich hier hoch. So, jetzt gib mir Aum. Ich brauche Aum. Glue-Shroom. Nein, nicht machen. Blöde Kuh. Aber hier sind keine. Oh, nein, 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 nein. Außer das hohes Gras hier. Hier bin ich nicht so ganz richtig, glaube ich. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Was sagt denn die Karte dazu? Ja, nee, da muss ich schon wieder in die Richtung zurück. Ach, Kacke. Ist echt ein bisschen blöd. Okay. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wo ich Augen finden kann oder wie ich mir Augen machen kann. Dann sag Bescheid, weil ich glaube nämlich, der Direwolf hat das mal gemacht, dass man sich mit den Silverwood Saplings ein bisschen Magical Wood ma Magical Forest macht, als Biom, und dann darauf ein Witchwood wachsen lässt und dann spawnt drumherum mit viel Glück Auum und Co. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob es wirklich so war. Aber mir fehlt gerade auch die Zeit, das nachzugucken, ehrlich gesagt. Deswegen hoffe ich gerade, dass wir hier einfach auf dem Weg was finden. Weil ich meine, wir haben von dem Tamaroot und von dem blauen hier Orchidee auch was gefunden, passweise und die Desert Nummer ja auch. Und deswegen dachte ich, hey, komm, hast du vielleicht mal Glück und findest unterwegs noch mal ein paar rum. Aber nein, das ist ja nicht so ganz der Fall. So viel Zeugs dabei irgendwie. Was ist das denn? Was ist das denn? Creeper Blossom. Was macht man damit? Sieht lustig aus. Ach, keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang. Und ich hatte doch noch ein paar mehr gesehen von den Witch auf der Karte, oder nicht? Da vorne hin. Da vorne ist noch was Rotes, Rundes, Graues. Das ist immer gut. Das ist nochmal Creeper Blossom. Ach. Ist echt nicht einfach. Ganz viel Zeugs, aber nicht das, was ich brauche. Aber so ist es ja meistens, nicht wahr, meine Freunde? So, da ist noch was Graues. Ich glaube, das ist so ein Fels. Hier hochhoppen. Nase jucken. Ja, wahrscheinlich, oder? Da ist noch ein Witchwood da oben. Oh Gott, wollte mich verarschen. Das ist mir zu weit weg. So, was haben wir sonst noch hier? Das sieht aus wie ein Original Forest. Gucken wir uns das mal an. Weil das ist nämlich auch ein Dingenswood, eine Witchwood. Ziemlich großer sogar. Ist das Origins? Juhu, Origins Valley. Das sind quasi die Texturen wie in der Alpha. Noch schön hell und knietschig. Da geht's zum Witchwood. Da ist ein Bunny. Oh, Hoppelhäschen. Hallo. Hallo, kleines Hoppelhäschen. Süß. Jetzt können wir was essen. Von dem ganzen Gehopse hier kriege ich Hunger.
Da ist ein Aum. Ich habe ein Aum. Ein erstes Aum. Man glaubt es kaum. Wup, wup. Das erste Aum. Jawohl. Wuhu. Zweites Aum. Wir können nach Hause gehen. Juhu. Noch ein paar Schweine, die könnte ich mal abschlachten. Weil wegen. Das und das. Oh, ich habe es genau gesehen. Ach, mal gleich. Ey, war das nicht Schweinefleisch, Zeugs? Nein? 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 Aha. Dann machen wir einmal so. Und das Schweinefett brauche ich nicht unbedingt. Da ist die Desert Nova, die möchte ich noch gern haben, bitte. Soll man die hier mitten im Valley macht und nicht in der Wüste, wo sie eigentlich hingehört? Ist mir egal, die nehmen wir mit. Und das ist noch ein kleiner Witchwood. Auch sehr niedlich. Ach, guck mal, was hier noch so alles rumschimmert, flimmert, wimmert, steht. Ist ja nett. Schön. Schön eingedingselt hier. Kriegen einen Setzling? Nein? Schade. Okay, Holz von den anderen auch noch ab? Ich denke mal ja. Halt, da sind noch mehr. Ist genau gesehen, da hinten. Da ist ja noch mehr Pflanzengedöns, das wäre super. Können wir nämlich jetzt gleich mal in Ruhe nach Hause gehen und freuen uns, dass wir das gefunden haben, alles. Dann sollte auch einfach alles gut werden. Okay, hier ist nichts. Wie gesagt, vielleicht noch ein Setzling oder zwei. Da ist noch einer. Nehmen wir mit. Und wo war der andere da hinten, der große? Ah, nochmal absägen. Zu Hause Setzling hinsetzen. Kann ja nicht schaden. So. Und was essen wollte ich genau? Hier haben wir noch ein Brot. Das könnte ich mal reinpfeifen. Zack. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und was könnte ich noch? So ein gemischter Salat. Schweinchen nehmen wir noch mit. Weil wir das können. Und weil wir Loot auf dem Schwert haben und das immer gut ist, kriegen wir ganz viel Zeugs aus den Schweinchen raus. Können auch ganz viel Burger machen. Wobei Schweinefleischburger sind irgendwie ein bisschen. Naja, egal. Man nimmt, was man kriegt. Nicht wahr, nicht wahr. Stehen wir mal drum. Nö, ne? Nö. Dann fällen wir den noch eben um. Das sah lustig aus. Da ist noch ein Setzling. Die Setzlinge sind halt sehr selten geworden von den Dingern. Deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mit. Das Holz, das können wir erstmal hier lassen. Das ist nicht so wichtig. So, dann gucken wir mal, wie geht's hier nach Hause? Da geht's nach Hause. Dann machen wir uns auf den Weg. Stirb, Schweinchen. Pink. Okay, auf nach Hause. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Und ich würde sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.